Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, ich brauche hier jetzt noch 15 Obsidian-Tafeln. Okay, Obsidian haben wir aber. Hier so, ne? 7 Obsidian-Tafeln. Da brauche ich noch 8. Okay. Wer schnarcht da hinten so? Gold habe ich noch ein bisschen. Wer schnarcht hier? Hast du das? Okay, gut. Aber wir gehen jetzt mal ins Bett. Nee. Mit F natürlich. So, auf geht's. Kanonenkugeln haben wir dabei. Genau. Wir gehen Richtung Strand. Bin hier. Der nächste Strand ist da, wo das Bananendorf ist. Und vielleicht kann ich da mit meiner Kanonenkugel irgendwas treffen. Wäre schon nicht übel. So. Bullum. 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 So, ist hier unten ein Dorf. Hier, das habe ich doch gemacht. Oder? Den habe ich doch kaputt geschlagen. Ist keine Kiste mehr. Kommt hier jetzt noch jemand? Nö, ne? Das sieht mir nach Marmor aus. Da hinten. Aber das möchte ich ungern kaputt machen. Ist ja nicht, was die Kanonenkugel so alles kann. So geht's nicht. Das Dorf wäre doch ideal zum Ausbauen, oder? Hier Gegner? Ja, das finde ich ja richtig cool hier. Ich glaube, das bauen wir uns auch aus. Hier kommt unser Dorf hin. Hier ist immer wieder Regeneration. Zack. Das wird unser Dorf. Ja, das gefällt mir. Okay, dann mache ich hier mal einen Dorfplatz hin, wenn es geht. Ja, geht sogar. Wo kommt der hin? Guck mal, hier ist ein Tor. Perfekt. Unser Dorfplatz kommt hier hin. Und zwar wird das zur Burg ausgebaut und ist am Strand. Also würde ich den mal in gelb machen. Grau. Oh, ist eine Burg. Ja, machen wir das mal so. Name, gruselige Burg. Das lasse ich so. Genau. Aber ich suche immer noch nach Gegnern. Ist hier noch so ein Ding in der Nähe? Nee. Was haben wir hier? Spinnennest. Ja, das ist doch perfekt. Dann kann man hier immer schön die Sachen farmen, die man braucht. Die kommen ja ohne Ende hier raus.
Wenn man das Ding nicht kaputt macht, kriegt man hier Essenzen ohne Ende. Perfekt. Ich suche aber noch ein Dorf. Ein Bär. Hallo Bär. Warte mal, ich lasse den Bär mal mit dem hier kämpfen. Kommt jetzt der hier raus? Komm schon. Komm jetzt hier raus. Da kommt er raus. Da. Nee, 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 nicht auf mich. Geh auf den Bären. Ich glaube, der Bär hat nicht viel zu sagen. Oh, es macht den Bär platt. Dann mache ich dich platt. Zack, zarak, zarobiak. Sehr schön. Kommt da eigentlich auch Bücher raus? Nee. Beim letzten Mal habe ich ein Buch rausgekriegt. Naja. Gibt es eigentlich... Oh, hier ist ja noch mal so ein Nest. Noch eine Kiste. Oh, warte, hier ist ein Gegner. Haben die mich gesehen? Ja, ich glaube, die haben was gesehen. Bleiben die jetzt da? Nee, die rennen natürlich jetzt dahin. Jetzt macht doch die nicht kaputt. Ach, Mann. Ein Gegner ist noch da. Wie mache ich das denn? Nein! Wie keine Munition. Mit Kanonenkugeln laden. Wenn ich den Abbau erstmal testen. So, hoch, runter, links, rechts. Wie geht das? Runter, hoch. Links, rechts geht gar nicht, ne? Hm. Ein Feuer ist das. Okay. Nein. Verlassen. Ja, kommen die Kugeln natürlich raus. Wie mache ich das, dass sie hier... Oh, da hinten sind Tomatengegner. Haben die mich gesehen? Ja, natürlich. Hauen die alle ab? Gehen die nochmal dahin oder was ist hier los? Mann! Die rennen mir nach. So, warte jetzt. Alles klar, jetzt kann ich das nicht richtig setzen. Ach. Ich müsste was da drunter bauen. Wo sind sie da?
Dann machst du so. Kanonenkugel laden. Hinsetzen. Nee. Okay, das geht nicht. Kann ich denn hier so einen Drehteller bauen? So, was kostet mich das? Granit und Seil. Seil. Holzstäbe. Das Ding steht halt immer. Müsste mir hier hin. Ein. Mache ich das? Muss weiter weg. Und dann soll sie auf mich zukommen. Nein! Nein! Kanonenkugeln hinsetzen und Feuer. Verstehe das nicht. Oh, hau ab! Wo ist der jetzt hin? Da steht er. Okay, mal gucken. Ja, das könnte klappen. Nein. Hau ab. Hau ab. Ja, warte. Die Kanone muss noch ein Stückchen mehr. Hier lang, ne? Also da. Ungefähr so. So, und jetzt bleibt bitte doch stehen. Es ist da weg! Ich halte es ja nicht aus. Vielleicht kommt der Bär in die Nähe. Jetzt. Was für ein Scheiß, ey. Ich bin nicht so schnell mit dem hier hinsetzen. Irgendwo. Komm schon. Schieß ich drüber. Ach Mann. Immer noch. Ja.
glaub's ja nicht. Ja, das wird so nicht gehen. Das mit der Tomate hätte eben bestimmt wunderbar funktioniert. Aber das hier... Hier nicht. Ja, Bär. Müssen wir einen anderen Gegner suchen. Er muss dann genau in Front von mir stehen. Ja. Heb mich hinten rum. Ja, jetzt finde mal noch mal einen Gegner. Normalerweise gibt es ja Gegner ohne Ende. Außer wenn ich welche suche. Hieß es Gegner oder allgemein? Keine Gegner. Ich guck jetzt mal, dass ich mir so einen Drehteller baue. Seile brauche ich, ne? Also brauche ich erstmal das Ding. Was sollten wir alles da haben? Hoffentlich. Guck mal, da hinten steht noch mal der Obelisk, aber wenn ich näher rangehe, ist er weg. Jetzt ist er weg. Weil das komische Vieh das automatisch kaputt gemacht hat. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen uns die Dinger da raus. Inventar voll. Wer hätte das gedacht? So. Brauche ich gleich. So, hier unten Stein. Ja, ist voll. Das ist hier auch voll. Wetter brauche ich ja. Packe ich hier halt auch noch Stein mit drin. Marmor. Sonst noch was? Die Rissscherben kommen dahin. Ein Fusch. Ja, jetzt habe ich Platz. Falsches Haus. So, und Gold. Alt. Gold. Nein.
Hier habe ich übrigens noch ein Buch über. Ja, ist ja gut. Wisst ihr was? Nicht verfolgen. Rezept ändern. So. Mach das mal. Wir werten unser Dorf auf. Eigentlich unsinnig. Weil ich will ja da unten mein Dorf bauen. Und wenn ich das Dorf hier abreiße... Obsidian-Tafeln. Ja gut, wir machen es zuerst hier. Ein Dorf muss ja auf Level 10 kommen. 15 Obsidian-Tafeln haben wir jetzt. Was habe ich hier reingetan? Spitzhacke. Wollte nicht dahin. Bist du fertig? Nö. Okay. Schnell. Dorfdetails bearbeiten. Gemütlichkeit fehlt nochmal. Och Mann, ey. Was kosten die denn? Holz und Granit. Okay. Holz und Granit. Holz war oben. Granit. Ist unten. So. Warte. Habe ich hier nicht auch noch Marmor und Granit? Ja, nimm das mal zuerst. Schon wieder essen. Halt's ja nicht aus. Dann noch ein Tomätchen danach. Und dann sind wir voll. Ja, perfekt. So, jetzt wäre da das Ding auf. So. Ich bin auch eine Granate, oder? So, die Dinger. Stelle ich jetzt hier hin. Wo sehe ich dann, wenn es leuchtet? Gar nicht, ne? Leuchtet es schon? Stimmt nicht. Nee. Muss ich noch ein paar mehr bauen. War das jetzt Level 9 oder Level 10? Ich weiß es nicht. Reichen 4? 4 reichen. Okay, gut. 30 geschliffene Bernstein. Ich habe hier keinen Edelsteinschneider, ne? Ach Mann, ey. 20 Marmortafeln, 5 rohe Bernsteine, 5 Sandklauen und dann, ja, okay, warte. Moment. Edelsteine. Waren die da? Nee. Oben? Hier. Ich brauche 5 rohe Bernsteine, ne? Da. Ja, da müsste ich nochmal zurück. Okay, was gibt es dann als Belohnungen? Level 9. Haben wir jetzt das Schild, Piratenschädel, Bärensammler, wachsendes Dorf. Und bei Level 10 gibt es dann endlich die Tudor-Werkstatt. Ich, warte. Wenn ich jetzt das Ding kaputt schlage, kriege ich ja die Sachen nicht zurück, ne? Oder doch? Wir werten es zuerst auf. Machen wir aber morgen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Gehabt euch gut. Und tschüss.